2-1. Ah, ja, die Hühnerhölle. Das wird doch, das wird doch. Was machst du, Merle? Es Okay, stirbt nicht. alles klar. Ja, Es kam Merle. Ja, Dampf hinten ja. raus. Ja, da hat er wieder Es ist irgendwie unsichtbar dreimal geworden. daneben geschossen. Wir haben ja so viel Geld, Merle, ne? Lieber mal die ganze Munition verschießen. Oh Gott, hier ist jetzt überall Blut. Oh Gott, ist das unangenehm. Bei mir ist gar kein Blut. Wo ist Der, denn hier hier Blut? am Schrank ist voll der Blutfleck bei mir. Auch Spuren habe ich hier. Und einen Koteimer hier. Den nehme ich mit und wasche mir nicht die Hände. Und dann packe ich sie in den Fleisch. Oh Gott, was ist in diesem Haus los? Ich glitsch durch den Boden. Das Spiel ist kaputt. Seitdem du die Hühner geholt hast. Ja, weil du gesagt hast, Hühnerhölle, Hühnerhölle, wann endlich Was? Ich habe Hühnerhölle? genau das Gegenteil gesagt. Hühnerhölle, Mann, du machen. Und ich so, ja, ich bin schon dabei, ist ja gut, Merle. Ich würde am liebsten alle Schweine erledigen. Gibt es hier eine M16 oder irgendwie sowas? Gott. Also Schrotflinte. du schreist nach Hühnerhölle, aber wenn sie dann da ist, ne, dann überfordert dich die Ich Hölle. wollte nie eine Hühnerhölle. Du hast gesagt, ich will einen Box haben, wo ich sie alle blind machen kann. Die habe ich nie dran gebaut. Es gibt keine Belege. Ich will, dass diese Tiere nicht sehen. Nur blinde Hühner sind gute Hühner. Und ich so, ja, kriegst du, Merle, kriegst du. Kleiner, geisteskranker Soziopath. Ich glaube, ich muss den Futterdruck ein bisschen umstellen, weil die verkeilen sich alle in der Ecke und drehen durch. Einige der Hühner sind schon wirklich total am. Also es funktioniert, dein Das ist Plan jetzt geht deine auf. größte Sorge, ja? Ich wollte nur sagen, dein Plan geht auf, die Hühnerhölle wird real. Welchen Stall dezimieren wir denn dafür? Das ist die große Frage. Also ein Stall muss dann weg draußen. Gibt es dann nicht mehr hier freie Hühner irgendwie? Nee, die kommen alle in die Hölle. Ab jetzt werde ich nur noch hühnerhöllenmäßig leben. Kreuze die Weißen mit den Schwarzen. Nein, jetzt habe ich ein Bällchen da Und rausgenommen. mach süße kleine Karamellhühnchen. Süße kleine Karamellhühnchen. Weiß jetzt nicht genau, was das bedeuten soll, aber okay, ich mach das. Das sind alles deine Pläne hier. Ich verfolge nur Merles Pläne im Auftrag von Kreis Industries. Meine Pläne sind, eigentlich haben uns finanziell jetzt fett gefressen und können aufhören. Da meinst du, wir können jetzt in den Ruhestand gehen? Ja, klar. Aber die Leute haben gesagt, ab 1 Million. Ab 1 Million, ist ja kein Ab einer Problem. Million, Bei dann dürft dem, ihr. wenn wir alle Schweine weg haben, haben wir 1 Million. Ja, Quatsch, vielleicht Ja, Do 120.000. Doppelmillionen haben wir dann. Doppelmillion, deine Mama ist eine Doppelmillion. Ja, weiß ich. Aber in Pfund. In Pfund mal zwei. In Pfund. In Pfund. Das ist auch so, da hatte ich immer Probleme, weil meine Oma hat zum Beispiel Pfund immer noch so benutzt. Pfund oder Pfund? Ja, Pfund. Bring mal ein Pfund Eier mit. Was ist ein Pfund? Dutzend. Ein Dutzend. Dutzend. Ein Dutzend. Ich will mal ein Dutzend. Ein Dutzend. Was ist ein Dutzend? Ja, ein Pfund. Was? Bring mal eine halbe Gallone Cola mit. Ja, das ist das Problem. Weißt du, so 3 Gil Cola, ey. Weißt nicht, was das sein soll. Weißt du, so, wie viel ist das? 26,3 Flüssigunzen. Weißt du, so, was ist das für ein Scheißdreck? Ja, das ist amerikanisch. Ja, dumm ist das, dumm. Ein Also, Viertel-Incher, kennst du es nicht? Ein Viertel-Incher. es ist so Burger bei dämlich. denen. Ich hätte gern ein Viertel-Incher. Überleg mal, anstatt einfach irgendwie 350 Milliliter oder so, nein, das sind dann 338 Milliliter, als wenn das irgendwie einen Unterschied macht. Aber kein Mensch kann damit rechnen. Auch so Rezepte. Du kannst Rezepte aus dem Ausland, wo nicht das metrische System verwendet wird, einfach nicht benutzen. 2 Tassen Mehl. Was denn? Das, ja und hier. Cappuccino-Tassen, McDonald's-Tassen, normale Kaffeetassen, Sonntagsbrötchen-Arschtassen? 2 Tassen. Wenn ich schon sehe, dass einer 2 Tassen in einem Rezept angibt, ne, da krieg ich schon die Krise. Ja, 2 Tassen Mehl. Also ich verstehe jetzt nicht, was da dein Problem ist. Wir reden natürlich von so einer einheitlichen, kannst du in jedem Disneyland oder Moviepark Geschenkshop kaufen, Tassen. Sild. So eine ganz normale Merchandise-Tasse. Es gibt Davon aber reden keine. die. Es gibt größere, kleinere Tassen. Und manche Tassen sind 300 Milliliter, manche haben ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, weil sie halt größer sind, modellbedingt, druckbedingt. Ne, so völlig Das ist wie egal. wenn du zu jemandem sagst, eine gute Handvoll. Ja, ne? Was für eine Hand? Bei einer Prise, da würde ich mich noch, okay, da würde ich noch sagen, ne?
Aber das ist auch immer, du guckst irgendeine Kochsendung, ja, jetzt noch eine kleine Prise Salz und dann kippt er da irgendwie ein halbes Kilo rein, wo du dir denkst, Alter. Ne? Ja, ein bisschen Muskat. Ja, das ist nur eine kleine Prise Muskat. Halbe Nuss muss da reingeruppelt werden. Ne, das ist wie bei den Trüffelchips, die ich immer esse. Ne? Ja, die mit dem Blattgold, meinst du? Ja, ja, genau. Da weiß ich auch nie, aber die ne? tun dir doch immer so an den Zähnen, wie hast du gesagt. Ja, ja, gut, aber das macht ja nichts, ne? Auf Diamant gebissen, Sohn. Ja, ist wieder ein Stück Diamant im Zahn, ja, ja. Beißen ist nur für die Armen. Reiche Leute Chips werden geschluckt. Ich lasse mich wie von einer Vogelmama füttern. Speier mir ein wenig Gold in den Hals. Wie bei Ace Ventura am Anfang. Hungrig, kleiner Freund? Was? Noch ein Snickers in der Kehle. Schau mal, ist nicht aus in der Kehle, das kannst du Männerlein hinter dem Öfen erzählen. Ey, in dem LKW ist schon so viel Huhn drin. Also Eier und sowas, das ist verrückt. Jetzt will ich ja noch 10 oder 20. Was, wieso? Ja, Hahn muss auch noch rein. Dann vermehren die sich wie blöd, weil dann explodieren da drin die Hühner, die spritzen uns um die Ohren. Toll. Dann schmeiße ich eine Backmehlgranate rein und alle sind tot. Das wäre cool. Das ist halt so eine richtig stupide Arbeit, die man hier machen muss im Merle Simulator. Ich muss mir nachher erstmal noch neue Backbögen holen. Backbögen? Backbögen. Ich habe auch, da steht Backbögen drauf und ich dachte mir, ey, was, das ist so... Das Wort hat doch noch niemand benutzt. So, Entschuldigung, sind das hier Ihre Backbögen? Oh, wo haben Sie... Wo sind denn hier die Backbögen? Wo sind denn hier die Backbögen? Ja, ich habe da in Ihrem Einkaufswagen gesehen, Sie haben da extrem schöne Backbögen gekauft. Ne, so. Oh, haben Sie denn die Backbögen her? Ja. Haben Sie denn diesen Backbogen? Das ist ganz normal. Das ist mal der Dialog. Junge Dame, Ihre Backbögen sind hier auf den Boden gefallen. Ja. Ständig. Alter, was ist denn im Kuhstall los? Keine Ahnung, was du da drin gemacht hast. Hier liegen die Säue und hier Explosion der Säue. Ja, ich sage, die Männer haben gelernt, sich fortzupflanzen. Wir müssen alles niederschießen. Und hier ist ein Pferd, das trainiert, während es schläft. Das ist echt mal motiviert. Das ist ja, den schießen wir nicht. Dieser ukrainische Gaul ist echt fit. Nee, aber wenn wir nicht mehr mit Eiersalat füttern, wird er schwach. Dein Zorn ist endlos, dank der Macht des Eiersalats. Du willst ja nicht den Zorn des Kremls auf dich ziehen. Kreml. Das hat ein bisschen gemacht, Kreml. Mach dir Kreml. Guck mal, jetzt arbeiten wir schon nachts, ne? Also es ist alles so eskaliert. Ja, stimmt eigentlich. Warum machen wir nicht einfach Licht? Keine Ahnung, warum wir... Ich leg nicht mein Zelt. Deine Arbeitswut, weißt du? Ja, pff, die ist sowieso durch, also... Community schreit mehr Rancho. Mehr Rancho. Ich wollen die Ranch. Ich mache die Ranch. Kannst du machen mehr Ranch? Ranchit. Rinchit, Ranchit. Ey, was machst du da? Mach mal ein bisschen Wursten. Das ist aber der Rhythmus. Du musst den Fleischrhythmus beibehalten. No Frames habe ich hier unten. No Frames, ja. Wegen den Kackhühnern oben. Das macht keinen Bock mehr. Ich kann hier nicht arbeiten jetzt in diesem Gebäude. Ich sehe einfach nichts. Ich versinke ständig im Boden. Du musst auf jeden Fall hier... Die werden jetzt umgesiedelt. Oh, das Huhn ist endlich runtergefallen. Vom Dach. Ist runtergeslidet. Hat langsam aufgelöst. Ja, wegen der Flüssigkeit, die sich da drunter gebildet hat. Schöne Hühnerwurst. Ich hätte ja gerne ein paar Brühwürstchen. Weißt du, das war einfach mal so ein Fass nass machen und einfach das mal so eine schöne... Viel Arbeit. Ich finde, das ist jetzt schon viel zu viel Arbeit. Oh, das hat sogar funktioniert. Ja, ja. Da war kein Topf drunter, aber reicht, wenn der letzte Brocken reingeht, so auf die Art. Irgendwie schon, ne? Wo ist eigentlich der Eierkorb? Keine Ahnung. Wo ist eigentlich mein goldenes Pimp-Auto? Ich glaube, da war nämlich der Eierkorb drauf. Nee, den habe ich aber wenn dann runtergenommen, wenn ich damit irgendwo dein Auto liegen lassen. Ich kann geil, halt nichts Mann. Mehr drücken, auch wenn ich E drücke und so. Es passiert einfach nichts mehr. Ich muss 5-6 mal E drücken. Nee, es macht ich habe den Eierkorb. Ich kann hier drin keine Wurst mehr machen, das geht nicht. Ich sehe halt einfach nichts. Die Hühnerhölle umdisponieren. What the hell?
die Eier hier irgendwie rauskriegen. Aus dem Truck, da sind ein Haufen Eier drin. Eier-Truck. Eier-Truck McGiesek. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim Rendern hinterher noch wieder hochgerendert kriege. Ich muss mich hoch konzentrieren hier, die letzten. Ich könnte ja mal den Stall hinten. Obwohl der ist eigentlich der, der am wenigsten Probleme macht, oder? Der hintere Stall. Ja, soll ich die Hühner hier drin opfern? Du musst. Wir lassen alle oben in der Hölle, dann lassen wir die Hölle oben und machen den davor Platz. Ja, den kleinen draußen brauchen wir im Endeffekt wirklich nicht mehr. Es ist... Boah, wird hier viel geknödelt. Wir brauchen aber hier Wasser, denn unser Wasserding funktioniert hier nicht. So, dann mache ich jetzt, dann laufe ich jetzt Amok. Like a Merle. Und schon mal ein paar Kühlboxen. Das wird jetzt gleich blutig. Uff, das wird richtig übel. Obwohl wir eigentlich hier ein gesundes Eiersystem haben, naja. Let's go. Gesundes Eiersystem. Es sind viel zu viele Hühner auf diesem Hof. Alter, ist das übel hier drin. Alter, ist ein Hühner schon. Ja, du zwingst mich dazu. Es tut mir leid. Ja, ihr Hühner. Genau. Ja, ich will es so. Alter, was ist da drin? Oh Gott, was sind das hier für weiße Flecken draußen? Spritzt alles rum. Oh Gott, oh Gott. Merle, oh, hilf mir hier drin. Nein, ich kann gar nicht. Das ist ja grausam. Alter, es ist wirklich grausam. Geh unten rein. Geh unten rein, ich krieg die Tür unten gar nicht auf. Du musst die Knarre weglegen. Gott, das ist wirklich übel. Alter, die wollen hier direkt, eins ist, glaube ich, rausgerannt. Oh Gott. Ist das tot? Lass keins entkommen, lass keins entkommen. Kann sich irgendwo da hinten vielleicht vermehren. Oh Gott! Hier, das Hydra-Huhn ist explodiert. Auf einmal, aus einem Huhn mit 8 Köpfen wurden 16 Hühner mit einem Kopf. Und sie fliegen hier durch die Gegend. Oh Gott, das ist... Es eskaliert total. Oh Gott, haben wir überhaupt genügend Munition? Ich weiß es nicht. Oh, nicht gut, Mann. Die rollen gut. Eier runter irgendwie. Was ist hier los? Oh Gott, die Schreie. Riecht doch nie wieder aus meinem Hirn. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter Merle. Wieso, das ist es, was du den Tieren antust mit deiner Massentierhaltung? Was denn? Sie sehen glücklich aus, einige davon. Oh, guck mal, hier hat sich eins zwischen den anderen Hühnerleichen versteckt. Ja. Das ist krank. Das ist so krank. Alter, manche rennen an der Decke entlang. Was ist das hier? Halt das nicht aus. Das ist unbesiegbar, das Huhn. Seine Hitbox ist einfach nicht mehr da. Einige verstecken sich, wie gesagt, zwischen den Leichen ihrer Kameraden. KameradInnen. Ist es vorbei? Alter, wieso hängt das hier so? Oh Gott. Nee. Oh Gott. Oh, das Ei geplatzt irgendwie. Sind welche entkommen? Einige sind... Oh Gott, was ist das? Was ist das? Geh mal nach draußen. Siehst du das? Oh mein warte, Gott. Warte, was ist da los? Oh Gott, was? Oh. Siehst du das nicht am Himmel und so überall fliegen? So Hühner. Nein, hier ist Alter, nichts. Bei mir glitschen überall Hühner. Du hast die Dämonen. Oh Gott, was ist das? Das Auto wackelt. Alter, was ist hier los? Erzürnt? Der Hühner, Dämon. Alter. Alter. Das ist, als wären wir Fledermäuse oder so. Oh Gott. Am Himmel sie sind überall. Ach du Heiliger. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben irgendwas Böses jetzt gemacht, ne? Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was passiert denn hier? Eier explodieren und... Oh Gott, was
Was tust du da? Er schlägt auf die Hühner ein. Oh Gott. Ich muss sie tot schlagen. Ich muss. Kacke schwebt am Himmel. Oh Gott. Was ist das? Hier fliegen Hühner. Kadaver, sie schubsen. Ich weiß nicht, was passiert hier. Da drüben lebt noch eins. Eins? Bei mir leben die alle irgendwie noch. Oh mein Gott, hier, die liegen hier überall rum. Was ist hier geschehen? Ich kann nie wieder dieses Spiel Alter. Spielen. Alter, oh, Blutpfützen überall. Tote Hühner. Großer Gott, das ist ganz schön eskaliert. Oh mein Gott. Dann weißt du ja, was uns in der Hühnerhölle alles noch so, ne, erwartet. Das ist dir schon bewusst. Alter. Wow, wow, wow. Was machst du denn da? Was passiert hier? Merle, was? Was passiert hier? Stell ich mal in diesen Haufen rein. Ich war in dem Haufen drin. Ich bin teleportiert worden. Ich war im Himmel gerade. Alter, Merle, ist das grausam. Ich war im Himmel. Oh Gott. Was zur Hölle passiert hier? Das ist so grausam. Und wo ist denn der Eierkorb? Habe ich ihn hingestellt? Das ist jetzt ein Schwein hat irgendwie gerade einen Huhn gefressen. Die Sau hat einen Huhn verschlungen. Echt jetzt? Ja. Oh Gott, was passiert hier? Doch alles gegen die Natur. Das ist gegen alles. Boah, die Hühner da oben sind richtig aufgelöst. Richtig fertig mit der Welt. Sammeln mal die Eier ein, die wir noch haben. Ich kann hier nicht hingehen. Ich werde aus der Welt teleportiert, ne? Einfach nur ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich werde einfach vom Planeten teleportiert. Der LKW bewegt sich von... Wie es aussieht, als wärst du irgendwie so ein... Als wärst du hier so ein Crow, weißt du so? Ich stehe auch mittendrin. Ja, und die fliegen um dich herum und jetzt stehst du bei mir gar nicht mehr drin und... Boah, Alter. Selbst die toten Hühner springen noch mit den lebendigen. Du musst die alle häuten, Mann. Ich häute doch schon, siehst du es denn nicht? Ja, doch, mehr. Mehr häuten, mehr häuten. Ich bin hart am Häuten. Aber hier fliegt überall Kacke in der Luft. Häuten? Ich bin am Häuten, nee. Oh mein Gott, Merle, das war eine ganz dumme Idee. Ach du Heilige. Das war richtig krank. Kannst dich hier nicht bewegen, weil überall Kot in der Luft fliegt, der dich blockiert. Gott. Ich kann nicht mehr, Alter. Wie die Eier auch irgendwie runtergestürzt sind, alle so. Pff. Oh, Kreis, warum? Ich hab warum? Gar nichts damit zu tun. War deine Idee, du hast gesagt, ein Stall muss weg. Hol mal eine Box und sammle mal hier die ganzen Hühner ein. Oh, guck mal. Jetzt geht's wieder. Es geht wieder halbwegs. Ja, sammle mal hier die ganzen Hühner ein. Ja, ja. Alter. Da war irgendwie ein so ein dämonisches Huhn dabei oder so. Wow! Hä? Wo bin ich? Keine Ahnung, du stehst direkt neben mir. Nein! Steh ich nicht. Oh, jetzt! Oh Gott! Ich wechsle die Dimensionen. Oh Gott. Was haben wir getan? Ja, jede Menge Huhn. Was ist geschehen? Räum das ganze Huhn weg. Für die Frames. Hier ist so viel Kot. Der Kot ist so wild. Der Wildkot. Wo sind die anderen Boxen? Auf dem Laster irgendwo in der Nähe vom Stall. Auf dem Laster? Hier ist keine einzige Box. Nein, nein, nein. Auf dem kleinen meine ich. Auf diesem ganz kleinen. Achso. Dein Start. Ja, da. Fahrzeug. Boah. Boah, ey. Aber jetzt, wo der Backstall weg ist, habe ich wieder konstant Frames. Selbst hier am Dings. Ich glaube, es war ein Backstall. Keine Ahnung. Hier. Läuft, ne? Hat so viel Code irgendwie. Das sollten wir verarbeiten, das gibt gut Geld hier, so schöne Geflügelwurst. Das lieben die Kinder.
So. Sag mal, verschwindet mit der Zeit eigentlich Kacke? Weiß ich jetzt nicht so genau, um ehrlich zu sein. Warum? Wie kommt hier Wurst nach draußen? Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Jetzt das Gesundheitsamt kommt und sagt, was ist geschehen? Was wollen wir denen sagen? Naja, wir haben eine Dimension in die Hühnerhölle geöffnet und es ist ein bisschen eskaliert. Hier liegen noch Hühner rum, ne? Wow, du warst gerade eine riesige Fledermaus, Alter! Ach, Quatsch! Ey, jetzt wirklich! Was ist das? Bullshit! Ey, jetzt... Fledermausmagie, plötzlich gab's da Fledermausmagie. Ein Frame lang warst du eine riesige Fledermaus. Ja, ein Frame lang war ich eine riesige Fledermaus. Ey, du... du wieder geraucht. Gar nichts. Leider, das ist ja das Problem. Deswegen sehe ich ja leider alles, was wirklich existiert. Und das macht's noch schlimmer. Junge, du hast einfach mal wieder zu viel... Alter, hier ist irgendwie so ein Dimension-Spot jetzt. Wir haben hier irgendwie... Ja, der Dimension-Spot. Ey, wirklich. Wenn ich da hinlaufe, ich werde wegteleportiert. Mhm, wir haben... Irgendwo hier ist er. Riss in eine andere, in der Cthulhu. Auf einmal bin ich hier hinten. Die Cthulhu-Dimension. Ich verstehe. Ich jetzt schieße. Warte mal. Stehe ich noch da? Auf dem Hof? Ja, du stehst da. Und lade ich gerade eine Waffe durch? Ja. Da ist keine andere Dimension. Du hast wieder zu viel Farbverdünner gerochen. Ich treffe sogar hier die Bäume. Ich bin in einer anderen Dimension. Du hast das Haus weggeschossen. Welches Haus? Die Garage. Hä? Was ist jetzt passiert? Oh Gott, hier ist ja wirklich keine Wand mehr. Was ist hier los? Ach, du hast es abgerissen gesagt. Ich dachte schon, Alter. Ich dachte schon, was ist denn jetzt auf einmal los, ey? Für die Frames dachte ich, reißen wir es auch noch weg. Alles für die Frames. Alles für die Frames. Alles für den Club. Für den Club, Mann. Unser Leben für den Hund. So, wir sehen uns wieder in der nächsten extrem skurrilen Dimension, Alter. Räum halt mal die Hühnerleichen weg. Es sind keine mehr da, ich sehe keine. Ich mach selbst. Ey, die sind bei mir unsichtbar. Du kannst dir das hinterher angucken. Da ist Hühnerleichen. Du kannst dir das angucken. Der Dimensionssprung ist geschehen. Merl ist weg vom Fest. Meine Mama ist ein Dimensionssprung. Hier, was ist hier? Sind Schwebelampen. Hast du die mal gesehen? Welche Schwebelampen? Ja, hier die. Da sind keine bei mir. Hier ist doch eine Lampe, die kann ich doch abreißen. Ach so, da oben. Ja, da ist wirklich eine. Sag ich doch. Die Dimensionslampen. So. Da war ein Geisterbubbel gerade, glaube ich. Ach Quatsch, da war doch keine Bubbel. Ey, da war eine Bubbel. Wo bist du? Ja, Fledermäuse und Bubbeln. Hier ist bei mir irgendwo der Dimension. Buah. Guck mal, jetzt haben wir Frames, oder? Jetzt haben wir Frames, ne? Und irgendwie... Der Dimensionsstall wurde entfernt. Oh Gott, ey. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö.